Hi Lieben, wir grüßen euch hier zu unserem neuen Video und wir sind schon früh unterwegs mit Leonie. So ihr Lieben, wir gehen mit Leonie jetzt zum Hausarzt. Leonie muss für MRT, für ihre Leiste, ja, muss ein bisschen Blut abgeben. Für den Nierenwert, ne? Das ist ja dafür da, um zu wissen, wie die Nieren funktionieren. Nehme ich mal das so. So habe ich das verstanden. Damit man, falls es nötig ist, Kontrastmittel geben muss. Hoffentlich. Weil das geht ja durch die Blase, also durch die Nieren eigentlich raus, ne, durch Urin. Deswegen, dass die Niere das schafft. Ne? Und ich denke mal schon, bis jetzt war es alles in Ordnung immer. Ja, aber sicher ist sicher, ne? Und deswegen muss man den Wert haben. Weil wir wurden gestern angerufen und wurden verschoben. Also wir könnten eigentlich morgen Mittwoch den 10. Hingehen. Nee, heute doch. Ja, 9. Du hast hier was an. Das ist was. Ja. Nicht gekratzt. Genau, komm, wir gehen rüber. Ja, auf jeden Fall hatten wir aber den Nierenwert nicht an der Hand. Ne? Ich habe das die ganze Zeit gezogen. Ich dachte nicht, dass es tatsächlich so klappt, dass die einen gleich anrufen. Aber es ist halt gleich. Das ist jetzt, das war ja vor dem Urlaub, eine Woche oder so. Und dann waren wir im Urlaub. Ja. Naja, auf jeden Fall gehen wir jetzt. Und danach habe ich Nägeltermin. Und dann hat die kleine Fräulein, meine große Fräulein, Augenarzttermin. Wir sind jetzt unterwegs, Nägelchen machen und ja, und dann nachher zum Augenarzt, aber wir müssen gucken, ob ich auch die richtige Adresse habe, jo. Da wo wir die Nägel jetzt machen. Wir sind komplett falsch gefahren, ganz ehrlich. Ja. Müssen wir mal gucken, ob wir was für die Anna mitnehmen sollen. Das ist aber hier ziemlich leer, hier das DM. Ah, da steht Hip, Hip, da ist irgendwas mit Hip. Hier, das Beste, was es gibt. Keks? Ja, boah, ich liebe den. Da ist irgendwas mit Hip zurückgerufen wahrscheinlich. Oder Hip hier. Yay, Anna! Hi! Hi! Oh, gibt es hier coole Sachen? Ich liebe hier alles Flaschen hier und keine Ahnung, Schnullis, Snookies, Snookies. So ich habe cool. Mich in eine Flasche verliebt. Wo? Oh, Mini-Maus. Mini-Maus. So ihr Lieben, ihr seht erstmal hier mein Auto. Na, aber hier wollte ich das einfach nur hier mal zeigen. Das haben wir beim DM geholt. Das habe ich für die Anna geholt neu. Extra soft. Dann haben wir für den Nikita diesen hier von Tufts geholt. Den Hagel. Ist echt wirklich super, super gut. Den kaufen wir jetzt nochmal nach. Deshalb auch. Wollt ihr Salzstangen? Ja. Jo. So, und dann haben wir hier nochmal, also, was heißt nochmal? Sorry fürs nochmal. Allgemein, das hier entdeckt von Balea. Splice Protection Anti-Splice Serum. Haben wir ausprobiert. Jetzt probieren wir das aus, meine ich. Für 2,95 und berichten euch mal. Ja, wie es ist, dann hat Leonie sich diese Augentropfen, antiallergische Augentropfen ausgesucht. Ja, ne? Bei DM, was haben wir hier noch? Dann habe ich sowas mitgenommen für Anna, Gemüsekuskus mit Huhn. Hier für Halsschmerzen, ne? Die habe ich ja euch schon so oft gesagt. Die sind wirklich super gut, günstig, 1,75, aber richtig, richtig gut. Und deswegen habe ich 2 Stück nachgekauft, weil wir keins haben. Nicht erschrecken, hier steht Pfefferminzgeschmack, aber wirklich so wenig, so fein ist der Geschmack rauszuspüren. Deswegen sind die richtig angenehm. Also kostenlose Werbung. Ja, dann habe ich ja meine Nägelchen gemacht. Ich weiß nicht, sieht man das ganz gut? Ich glaube schon, ne? Ja, ich... So schön, so schön. Hallo, meine Mädels. Ja, also hier hat er ein bisschen komisch gemacht. Der ist ein bisschen mir zu schmal geworden.
aber recht einfach, kann ich nicht meckern. Ist wirklich, wirklich gut. Ja, und jetzt fahren wir zum Augenarzt. Wir sind hier im Wartezimmer, ne? Und warten ein bisschen noch. Oh, ich habe kurz bekommen. Dritten oder zweiten schon. Da! Wo? Oh. Ein Buch! Kriegst du nicht. Sei lieb bist du. Du bist ja deine liebe Schwester. Ich weiß. Hallo ihr Lieben. Inzwischen ist es ganz anderer Tag. Ja, ich habe von der lieben Niki diese schönen, wunderschönen Pads, Augenpads. Also die muss ich auch wirklich nochmal nachkaufen. Ich habe sie zwar zweimal und hier ist, wie Niki auch in ihrem Filmvideo gesagt hat, hier ist die Hälfte noch so viel Flüssigkeit drin. Da mache ich die auch nochmal rein und lege sie nochmal in den Kühlschrank. Richtig gut, die rutschen nicht, was mir gefällt dabei. Bleiben an der Stelle, finde es richtig cool. Ja, also, es war bei uns inzwischen, ich rede schon wieder irgendwas anderes. Xenia. Oh Mann, es war ein wunderschöner Tag bei uns. So, die Kamera noch mal kurz. Da habe ich gerade geguckt, das sind. Zu baggern, das ist Wahnsinn, was sie machen. Das ganze Haus wackelt hier dann, das ganze Geschirr in den Schränken. Katastrophe. Ja, auf jeden Fall, es war ein sehr, sehr schöner Tag bei uns. Ich bin so glücklich, dass bei der Leonie beim Augenarzt alles gut rausgekommen ist. Die Sehstärke hat sich nicht verschlechtert, nicht verschlimmert oder so. Sie kann die Brille weiterhin oder muss auch tragen, eigentlich regelmäßig, damit ne, ihre Augen gut sind. Ja. Das Lustige natürlich daran ist, wir haben 1,5 Stunden gewartet und wir waren nur 2 Minuten beim Arzt. Also, ne, der Arzt hat dann halt nochmal bei ihr Auge abgedeckt und kurz nochmal abgelesen mit Brille, ohne Brille. Das waren wirklich aber 2 Minuten. Ja, und dann hat er gesagt, alles gut bei der Leonie und einfach Brille weiterhin tragen und nächstes Jahr, also ne, nach einem Jahr wieder zur Kontrolle kommen. Da haben wir gesagt, super, ja. Wir müssen noch gucken mit der Leonie, dass wir mal Zeit finden und sie braucht auf jeden Fall neue Gläser und ich brauche neue Gläser. Die sind sowas von verkratzt. Ja, und ich glaube, ich brauche irgendwie, will ich eine neue Form noch dazu haben. Ich kann die ja auch noch tragen, aber ich will komplett eine neue Brille haben. So, ich weiß nicht, mal gucken, keine Ahnung. Ja, im Großen und Ganzen bin ich auch super zufrieden mit meinen Nägeln, ne? Der Design ist schön und ja, allgemein. Ja, und dann haben wir nochmal, was haben wir nochmal gemacht zu Hause? Gar nichts, wir sind dann gekommen, dann hatten wir einen Termin wegen unserer Photovoltaikanlage für ein Dach. Ja, das Coolste dabei ist, was heißt das Coolste? Das ist noch nicht mal das Coolste. Schrecklich ist das mit der Firma, die wir vor letztes Jahr einen Vertrag unterschrieben haben, gemacht haben. Und die sollten endlich dieses Jahr im März die Anlage schon auf dem Dach gemacht haben. Nein, die sind überfordert wegen Corona, keine Ahnung, die konnten nicht. Jetzt haben die zu viele Kunden, die zu viele Refer, also ne, die müssen liefern, aber die kommen nicht hinterher und. Ja, und natürlich haben wir die Anlage gekauft, aber finanziert, beziehungsweise das Geld dafür finanziert. Und ja, jetzt ist natürlich so, Gott sei Dank hat uns der Berater angerufen und gesagt, hier, hat uns also ein paar Tipps gegeben und wir kündigen die Anlage jetzt, die Firma haben gekündigt und haben bei unseren Finanzist, wie sagt man das, ich weiß gar nicht, derjenige, der uns
ne, den Kredit gegeben hat. Also das dreht sich alles um diese, ja doch, Finanzist oder nicht, wie ist das richtig auf Deutsch? Finanzberater, ne? Der macht das. Die haben eine eigene Firma gegründet und die haben viel günstiger die Anlage, um einiges besser, stärker und. Ja, und auf jeden Fall ist das mega, mega cool. Und die waren gestern da, die Jungs, und sind zwei Brüder und haben auf jeden Fall mit uns ein Gespräch gehabt. Wir sind einig geworden und jetzt, ja, September, Oktober spätestens steht die Anlage auf dem Dach. Bin ganz, ganz gespannt. Ich nehme der auch auf euch auf jeden Fall mit. Hoffe, bis dahin ist eigenermaßen hier die Straße bei uns vorne gelegt, damit natürlich muss ja auch ein Gerüst aufgebaut werden, ne? Ohne geht's hier nicht. Ja, auf jeden Fall solche Neuigkeiten sind da. Ansonsten war gestern nicht viel. Wir haben dann gegessen, getrunken und nochmal für die Schule fertig uns gemacht. Ja, die Kiddies sind heute in der Schule. Natürlich kommt für euch das Video für den Donnerstag raus. Danach werden die Videos alle aktuell wieder laufen. Ja, deswegen sitze ich hier gerade morgens und die Kiddies sind in der Schule. Mein Mann ist arbeiten, direkt Urlaub ist vorbei. Anna ist noch im Schlafen. Deswegen mache ich mich in aller Ruhe nochmal fertig. Ja, babbel ich euch jetzt nicht voll. Ich bedanke mich für die neuen Abonnenten, die mich jetzt abonniert haben. Herzlich willkommen und ich hoffe, ihr habt Spaß mit uns. Bei uns dreht sich das alles um Familienleben, bisschen mich, bisschen, also ne, Kinder, von allem etwas. Und ja, herzlich willkommen und Dankeschön für alle diejenigen, die mich schon länger verfolgen. Vielen Dank. Bleibt alle gesund. Ich hoffe, euch allen geht es gut. Ihr hattet einen schönen, ne? Hier. Ihr habt einen schönen Donnerstag, weil mein Video ja abends rauskommt. Genau, genau. Wünsche euch einen schönen Abend weiterhin. Und ansonsten derjenige, der später oder früher am nächsten Tag guckt, einen schönen guten Morgen, einen schönen Nachmittag, Vormittag, schöne gute Nacht, wann auch immer ihr mein Video jetzt geschaut habt. Hab euch alle ganz doll lieb. Und bis morgen, bis zum neuen Video, ihr Lieben. Vergessen. Ich wünsche euch morgen einen schönen Freitag. Schönen Start ins Wochenende.